Und der Punkt ist, wir haben nur eine einzige Chance, diese ganze Situation loszuwerden. Wir haben nur eine einzige Chance, für Bürgerrechte zu kämpfen, für Freiheit zu kämpfen. Und das ist, den anderen Parteien die Stühle vor die Tür zu stellen. Und das schaffen wir nur, wenn wir das Thema Safe Your Internet für uns behalten. Dementsprechend, wenn andere Parteien jetzt auf uns zukommen, zum Beispiel von der SPD oder sogar von der Jungen Union oder von den Grünen, die dafür verantwortlich sind, dass wir die ganze Miserie mit Artikel 11, 12 und 13 und der Urheberrechtsreform haben, jetzt auf uns zukommen und sagen, hey, ihr dürft keinen Wahlkampf machen mit Artikel 13, mit Artikel 12, mit Artikel 11, wofür ihr Jahre kämpft, weil es ja geht hier nur um die Sache und bla und blub und bitte klaut uns keine Wählerstimmen, dann sagen wir, unser Ziel ist es, euch die Stühle vor die Tür zu stellen, euch, die unsere Bürgerrechte und unsere Freiheit einschränken, aus dem Parlament zu werfen. Unser Ziel ist es, dass ihr diesen ganzen Bockmist, den ihr die letzten Jahre verzapft habt, nicht weiter verzapfen könnt. Und genau deswegen müssen wir Flagge zeigen. Wir haben heute um 13.30 Uhr vor der Straße der Menschenrechte, diesem weißen Torbogen da um die Ecke, eine Demonstration, die Auftaktveranstaltung zu Save Your Internet. Da haben wir Redner aus Polen da, den Hauptverantwortlichen für die Proteste dort. Wir haben Redner aus Tschechien da, zwei sogar von den Piraten stehen dahinter und lächeln freundlich. Wir haben von Save Your Internet den Pascal Fouquet da. Wir haben einen Vorsitzenden vom Chaos Computer Club da, einen Vorsitzenden vom KFCG, auch so irgendwas mit Internet. Wir haben Union Watch da. Wir haben Union Watch da, die sich seit Jahren damit beschäftigen, alle Skandale der Unionsparteien aufzudecken, neuerdings jetzt auch von gewissen anderen Parteien, die da missmachen und Seite an Seite mit uns dafür kämpfen, dass das Internet und auch die reale Welt frei bleibt. Wir haben diese ganzen Leute da, wir haben auch unseren Bundesvorsitzenden Sibulino, der eine Rede halten wird. Hallo Nürnberg! Ich bin einer von denen aus dem Internet. Ja? Warum stehe ich hier eigentlich? Vor ein paar Jahren habe ich überlegt, das wird alles ein bisschen viel mit Überwachung und Zensur und ich muss jetzt meinen Arsch hochkriegen und bin dann in die Piratenpartei eingetreten, ist alles gar nicht so lange her. Und warum steht ihr hier? Ja, weil diejenigen, die der Großteil derer, die Politik für Deutschland machen, sehr vergangenheitsbezogen ist und auch nicht so richtig versteht, dass Leute ihre Meinung im Internet ausdrücken, das gar nicht sehen und es nur analog wahrnehmen, dass wir auf die Straße gehen müssen. Das ist wirklich absurd. Natürlich sind wir unzufrieden. Egal, wo wir sind, ob im Internet oder auf der Straße. Hier, schaut euch an. Wir sind keine Bots. Und es ist ein Drama, dass jetzt wir alle nochmal aktiv werden müssen auf die Art und Weise, dass wir wochenends hier stehen, obwohl wir echt lieber zocken würden, was auch immer machen. Dass ihr irgendwie seht, dass wir viele sind. Aber ich finde es großartig, dass so viele Leute aktiv werden. Und irgendwie scheint es gerade so mit der Zeitgeist zu sein, dass es nötig ist, dass die Leute nochmal hier die friedliche Revolution starten. Sei es die Schulstreiks, Friday for Futures, die regelmäßig auf die Straße gehen oder eben wir mit unseren Demos jedes Wochenende, um zu zeigen, wir sind gegen Zensur. Wir wollen nicht Artikel 13, so wie er steht, gegen Artikel 12 und 11. Kommt zu uns, sind Sie vorbei, zensiert uns nicht das Netz. Egal was passiert, es ist ungeheuer wichtig, dass wir unsere Meinung ausdrücken. Wir können alle wählen und es macht mich unfassbar traurig, wenn ich sehe, dass bei Wahlen wie der letzten Europawahl nur ein Viertel der Leute unter 30 beispielsweise wählen gehen. Wir leben in einer Demokratie. Nutzt die Möglichkeit, geht wählen, sagt eure Meinung, macht euch laut, ihr könnt die Dinge verändern. Ihr habt es bisher nicht gemacht, vielleicht wohl, es ist umso wichtiger. Geht wählen, macht euch laut, bitte. Und egal was ist, lasst euch nicht entmutigen, egal was passiert. Es ist auch eine Methode, Leute durch das Vorziehen von Abstimmungen zu zeigen, was ihr tut, ist nicht so wichtig, ist irrelevant. Das stimmt alles nicht. Ihr seht, wir finden mittlerweile Anklang auch in den Medien. Zeigt euch, immer weitermachen. Wir kennen das als Piraten, sind wir Ewigkeiten nicht vorgekommen in den Medien, weil wir unbequem sind. Aber deswegen höre ich auch nicht auf, unbequem zu sein. Immer schön hoch, immer auf die Straße, immer laut, immer weiter. Nicht entmutigen lassen. Wir sind großartig und wir sind viele. Er ist extra aus Krakau, aus Polen, hier nach Nürnberg geflogen. Wie lange warst du unterwegs?
Es waren mehr als 5 Stunden, auf jeden Fall. Mehr als 5 Stunden ist er nach, von Krakau nach Nürnberg geflogen. Wir haben hier Patrick Tesler. Er kann zum Glück ein klein wenig Deutsch. Er ist der Hauptverantwortliche für die Protestebewegung in Polen. Er hat mit anderen Leuten zusammen Stopp ACTA 2 gegründet und in Polen noch mehr Radau gemacht, als wir es hier in Deutschland geschafft haben. Macht Lärm für Patrick Tesler! So. Danke. Ich möchte erstmal anmerken, dass ihr alle ganz besonders seid. Jetzt nicht irgendwie ich oder ein paar Leute. Ihr seid alle besonders, weil ihr hier seid. Es werden insgesamt, ja, Applaus für euch! Jetzt nicht wundern, dass ich Deutsch spreche. Ich habe hier mein Abi gemacht. Bin seit 6 Jahren Student in Polen. Daher die Sprache. Es werden insgesamt bis jetzt 84 Städte protestieren in ganz Europa. Es sind bis jetzt 15 Länder. Es gibt eine Map, die ist nicht von Save the Internet, sondern privat erstellt worden von Leuten von Stop ACTA. Da sind alle Städte mit dabei. Es sind 84 Städte. Wie ist die Lage in Polen? In Polen haben wir bereits seit Juni protestiert. Die Proteste waren nicht so zahlreich wie hier, aber bei den ersten Wahlen haben alle Politiker in Polen dagegen gestimmt. Bei den zwei... Danke. Bei den zweiten Wahlen wurden wir verraten. So wie ihr von der CDU, wurden wir von der Partei Platforma Obywatelska verraten. Die hatten dann bei den zweiten Wahlen im September für Artikel 13 gestimmt und für Artikel 11. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle europaweit auf die Straße gehen und zeigen, dass wir wachsam sind. Ich habe ein Lieblingszitat von der Helga Trüpel. Die sagt, es läuft auf Filter zum Identifizieren hinaus, aber nicht auf generelle Upload-Filter, die Zensur ermöglichen würden. Das ist Schwachsinn. Sie gibt selber zu, dass es Filter geben wird. Sie gibt es selber zu, dass es eine Infrastruktur geben wird, die Zensur ermöglichen wird. Es wird nach Artikel 13, Artikel 11 und Artikel 12 noch andere von der EU vorbereitete Gesetze geben, die Upload-Filter vorsehen, zum Beispiel Terek. Das ist eine Regulation für Terrorismus, da sind auch Filter vorgesehen. Wenn wir die Filter jetzt nicht aufhalten, schaffen wir es später auch nicht mehr. Es ist, wie ihr seht, ein Kampf der Kleinen gegen die Großen. Ein Kampf der Menschen gegen die, die Lobbyismus betreiben. Es ist unser Kampf, die wir hier auf die Straße gehen. Egal ob in Deutschland, in Polen, in Griechenland, in Portugal. Wir müssen auf die Straße gehen und zeigen, dass wir keine Bots sind. Wir müssen zeigen, dass uns Demokratie wichtig ist, dass uns kleine Internetportale wichtig sind, dass uns freier Medienfluss wichtig ist, dass uns Kultur wichtig ist und dass wir keine Zensur erlauben wollen. Hey everyone! Sorry, I will speak in English. Pardon my French. But I'm not here just for the Czech Pirates. Many of you probably know I'm also the chairperson for the European Pirate Party, so I'm grateful to speak, hopefully, for all the pirates across the Europe, because next Saturday, all the pirates across the Europe will go to streets, and you are the first that are going to the streets. Clap to yourself! Woo! Yeah, from the Czech point of view, what we are preparing for the next Saturday. We are going across the whole Czech Republic. We are going to be in all the regions and we are going to bury the internet. Or that's what they think that will happen. But we will only make it so and then save the internet. Because that's what it's all about, right? To save the internet!
We are also calling and writing emails and meeting with the MEPs, because those are the people that will really decide what will happen with the internet. So do it also. I met with MEP yesterday, and he seemed kind of like that he might actually vote against the directive. So don't worry, and call them, email them, ask them what will they do, ask them to sign the pledge 2019 that they will vote against the Articles 13 and 11. It's really important. And don't forget that we are doing this for not only ourselves, but also for the future generations that will use the internet and see all our fails. And we want to be remembered. We want our memes to be remembered. So save the internet. Wir sind keinen Bot. Wir sind keinen Bot. Wir sind keinen Bot. Wir sind keinen Bot. Dankeschön. Mach mal Lärm für Makita. So. Der nächste internationale Redner kann doch Deutsch, aber den Nachnamen kann ich auch nicht aussprechen. magst du deinen Vor- und Nachnamen sagen? Miklós Speksa. Ich sage das. Ne? Okay, mein Name ist Miklós Speksa und vielen Dank. Meine liebe Europa mit Bürgerinnen und mit Bürgern. Es ist nicht so oft passiert, dass ein tschechischer Abgeordneter in Deutschland bei einer Demo spricht. Aber wir sind alle in einer Gefahr. Diese europäische Richtlinie beschädigt uns alle Bürger aus Europa. Wir hier in Deutschland war es schon mal zu gesehen, diese sogenannte Leistungsschutzrecht für Presseverleger wollte man hier als Gesetz geben und hat es gemacht. Nur ist dieser Wahnsinn nicht funktioniert. Und jetzt wollen die Leute aus der CDU das auf der europäischen Ebene einleiten. Das ist ja gefährlich. Hier in Deutschland hat es die Kleine beschädigt. Aber jetzt, wenn es die Kleine in Europa beschädigt, wird das die ganze europäische Projekt kaputt machen. Dominik Kiss und Pascal Fouquet haben die Petition gegen die Reform auf den Weg gebracht, die inzwischen 4,9 Millionen Unterschriften hat, richtig? Die beiden waren die gesagt haben, es reicht nicht, auf die Straße zu gehen. Wir müssen jetzt auch eine Petition machen, damit wir schriftlich haben, was es bedeutet, dass da ganz viele Bots auf der Straße nicht cool finden, was ihr macht da im Parlament. Sie haben die Petition auf den Weg gebracht, wir haben sie alle dabei unterstützt. Kampak, Piraten, alle möglichen Leute haben die Petition geteilt. Sie haben das Ganze befeuert, haben das Ganze durchgezogen und begleitet. Und 4,9 ist die aktuelle Zahl? Ja, ich glaube 4,97, noch 30.000 oder so, dann haben wir die 5 Millionen voll. 5 Millionen! So. Und der liebe Pascal von Save the Internet will jetzt auch eine kurze Rede halten. Ja, hallo Nürnberg! Also ich freue mich richtig, dass so viele Leute hierher heute gekommen sind. Dankeschön! Ich war ja schon in Berlin auf der Demo am 2. März, wo ein paar tausend Leute auf die Straße gegangen sind. Dann so 3 Tage später musste ich ganz spontan nochmal auf die Spontan-Demo in Berlin, weil der Manfred Weber die Abstimmung dann plötzlich vorziehen wollte. Und jetzt stehe ich hier mal... Und jetzt stehe ich mal hier zur Abwechslung in der anderen Stadt, wo auch wieder weit über 1000, ich würde sagen, sind auf jeden Fall 2000 und noch mehr Leute auf der Straße stehen. Das ist spitze! Und es ist auch wichtig, dass wir auf die Straße gehen, weil die Demo in Berlin, die hat gezeigt, dass wir denen richtig Angst machen. Wir haben denen gezeigt, dass wir sind keine Bots. 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 Wir sind keine Bots.
Und als sie das gemerkt haben, da haben die plötzlich mit Volldampf versucht, diese Direktive im Schnelldurchlauf durchzudrücken. Und da muss man einfach sagen, das war ein Schlag ins Gesicht von jedem, der sich hier engagiert hat. Das war ein Schlag ins Gesicht von der Demokratie. Und genauso da wie da in Berlin müssen wir die heute wieder aufschrecken und wir müssen die Leute in ganz Europa anstacheln, dass sie am nächsten Wochenende an all die dutzenden Demos europaweit gehen. Geht ihr an eine Demo? Okay, noch ein bisschen mehr anstacheln. Geht ihr auf eine Demo? Gut, sehr gut. Okay. Eins muss ich aber auch noch hier ganz klarstellen. Und ihr seid da, glaube ich, bei mir. Wir wollen alle, dass Künstler und Kreativschaffende, Autoren von ihrer Arbeit gut leben können, oder? Ein bisschen lauter dürft ihr das auch nochmal brüllen. Aber wir sind auch ganz klar dagegen, dass mit sowas wie Artikel 3 die Entwicklung von künstlicher Intelligenz von Unternehmen in Europa mehr oder weniger verunmöglicht wird. Wir sind auch dagegen, dass mit dem Leistungsschutzrecht Clickbait-Journalismus gefördert wird und kein Qualitätsjournalismus. Wir sind dagegen, dass schon Zitate mit 3 Worten, wenn es dumm läuft, lizenzpflichtig sind. Und wir sind auch dagegen, dass Kreativschaffende, die eigentlich davon profitieren sollen, mit Artikel 12 bis zu 50% der Einnahmen wieder abgenommen werden können. Und wir sind auch ganz klar dagegen, dass mit Artikel 13 elementare Grundlagen von unserem Internet zerstört werden. Weil das Internet, das Web 2.0, das Mitmachweb, das konnte nur entstehen, gerade weil die Plattformen nicht haftbar waren. Sowas wie Wikipedia und all das andere konnte erst genau deshalb entstehen. Also liebe CDU, CSU, EVP und auch sonst auch alle Parlamentarier, wir sind gegen diese Urheberrechtsreform. Diese Reform, die bedroht das Internet im Kern. Nicht nur das Internet ist in Gefahr, sie fördert auch erneut die Spaltung zwischen Jung und Alt. Sie spielt auch den Europaskeptikern in die Hände. Man muss einfach sagen, diese Reform, sie bedroht unsere Zukunft. Und darum ihr alle und vor allem auch alle da draußen, die Abertausende in den Livestreams, redet mit euren Eltern, redet mit Onkel, Tanten, redet mit eurer Oma und klärt sie mal über die wirklichen Auswirkungen von dieser Reform auf. Ihr müsst sie mobilisieren. Die müssen alle auch nächstes Wochenende an die Demos kommen. Wir müssen alle kommen. Es geht um unsere Zukunft. Also, bis nächstes Wochenende, bis nächsten Samstag. Wir sehen uns! Wir haben Mike Musal, den Vorsitzenden vom Chaos Computer Club hier in Erlangen. Macht mal Lärm! Macht mal Lärm! Macht mal Lärm! Moin Moin! Wir stehen hier mal wieder, weil die üblichen Problempolitiker keine Ahnung von dem haben, was sie dort in die Richtlinie schreiben und die Konsequenzen davon nicht überblicken. Sie verstehen nicht, was es technisch bedeutet, solche Filter umzusetzen. Wir haben ja alle nichts dagegen, dass Schöpfer und Künstler ihren gerechten Lohn erhalten. Aber das, was sie da reinschreiben, ist überhaupt nicht zielführend dafür,
und gar nicht umsetzbar. Ich möchte euch in Erinnerung rufen, dass Filter heutzutage vielleicht ein Werk erkennen können, wenn es irgendwo vorkommt, aber überhaupt gar keine rechtliche Unterscheidung treffen können, ob dieses Vorkommen nun eine Rechtsverletzung ist oder nicht. Und diese Filtertechnik, soweit sie überhaupt existiert, ist für kleine Unternehmen und Individuen überhaupt nicht zugänglich. Das heißt, sie schreiben in die Richtlinie de facto hinein, dass sich jeder den großen Konzernen wie Google und Facebook andienen muss, um deren Filtertechnik zu nutzen. Und es steht überhaupt aber nicht drin, dass diese großen Unternehmen diese Technik überhaupt zur Verfügung stellen müssen. Also, liebe Leute da in Brüssel, die so einen Krampf da beschließen oder beschließen wollen und denken, sie können das dann still und heimlich machen. Ha, euer Plan hat offensichtlich nicht funktioniert, oder? Lasst das doch bitte. So eine Schamoffensive für die EU, das ist immer ein bisschen doof. Das geht manchmal daneben so. Ihr macht euch damit echt keine Freunde und
Man muss auf der anderen Seite sagen, also ich selber bin ein großer Freund von Europa. Europa ist wichtig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wir gehören zu einer Generation, wo man sagen kann, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir keinen Krieg mehr erleben werden. Und das ist dann auch ein bisschen Verdienst von Europa. Also Europa ist schon eigentlich ein gutes Konstrukt, auch die EU. Aber mit so einem Quatsch macht ihr das ernsthaft kaputt, Mann. Ey, lasst das. Ich bin der Parteilöwe. Er ist der Parteilöwe und du bist? Ich bin der Stefan Wiedmann von den Humanisten. So, die Partei und die Humanisten haben auch ein bisschen Social-Media-Werbung gemacht und unseren Aufruf unterschrieben. Und macht mal ein bisschen Lärm für die beiden. So, wer von euch will zuerst? Okay, die Partei kommt zuerst, denn sie ist sehr gut. Schaffst du es oder soll ich dir helfen? Ich möchte mit einem Zitat beginnen, das von Axel Voss garantiert unverfremdet genauso von ihm gesagt wurde. Wir sind Panausen, Terroristen, Diebe und gesteuerte Computer. Aber wir sind früher Urheberrecht. Das kommt von Axel Springer Verschweiß. Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, das stinkt. Axel stinkt! Axel stinkt! Axel stinkt! Axel stinkt! Axel stinkt! Axel stinkt! Alle gemeinsam, kommt! Axel stinkt! Axel stinkt! Axel stinkt! Und wisst ihr was? Das ist gut so. Denn gegen Axel Schweiß hilft, gibt es nur eine Lösung. Zukleben! Den Mund! Bohren, ist egal. Blockieren, bis nichts mehr durchkommt. Weil das allerdings meine bedingt gut gewählte Lösung ist, habe ich eine ganz einfache für euch alle. Geht auf die Straße. Auf die Straße der Bot-Rechte. Auf die Straße, um deine Rechte als Bot einzufordern. Du hast eine Stimme. Nutze sie. Und weil wir alle wissen, dass wir sehr gut sind, vergesst nicht, im Mai sind Wahlen. Und noch ist nichts verloren. So, einmal noch, wir sind keine Bots, sagen, das ist Tradition. Moment, Moment. Wie wär's mit nie wieder Digital Natives? Wie wär's mit nie wieder Bots im Real Life? Nie wieder Real Life im Bots? Oder was auch immer. Eins ist aber jedenfalls klar, wir sind keine Bots! 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 So, jetzt Stefan Wiedemann für Partei der Humanisten, weil du alle Hände voll zu tun hast, bin ich sogar so fair und halte dir als Pirat deine Flagge für deine Rede. Hallo Freunde, danke, dass ich da sein darf und danke auch an die Piratenpartei dafür. Als Humanisten kämpfen wir für die Freiheit jedes Einzelnen. Deswegen sind wir heute alle hier, weil diese Freiheit durch die Bullshit-Politik der EVP in Gefahr ist. Bullshit, 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 sag ich. Herr Voss meinte vor kurzem sinngemäß, dass Plattformen wie YouTube doch angezweifelt werden müssten wegen ihrem Geschäftsmodell. Wisst ihr, was ich dazu sage? Herr Voss hat rein gar nichts verstanden. Weder von unserer modernen Netzkultur, noch von sonst irgendwas mit Internet. Keinem von uns geht es darum, Urheberrechte abzuschaffen. Aber das muss auf eine faire Weise gesehen, die Vergütung dieser Urheber. Nicht mit Upload-Filtern und Meinungszensur. Als Vergleich, stellt euch vor, ihr habt ein Loch in der Wand in eurer Wohnung. Und ihr wollt es reparieren. Was macht man? Man nimmt ein kleines Kit und repariert es.
Wenn man das jetzt auf das Gesetz überträgt, was macht die CDU? Sie reißt gleich das ganze Haus ab. Kann man machen, aber dann hat man halt am Schluss keine Bude mehr. Als nächstes begrüße ich Marco S. von Kollektiv Union Watch. Sie beschäftigen sich mit Korruption und den kleinen Skandälchen unserer Unionsparteien. Seitdem diese Reform auf dem Weg ist, schauen Sie auch ein bisschen sich die anderen Parteien an. Begrüßt mit mir und macht Lärm für Marco S. Jo, servus, geil, dass ihr hier seid, der Platz ist voll. Also 1500 bis 2000 Leute, das ist geil. Danke Nürnberg für diesen geilen Auftakt. So, lasst mich loslegen mit einem Zitat von Jenna Behrens, die ist von der CDU Berlin-Mitte. Sie hat die Zukunftsaussichten ihrer Partei am Abend der spontanen Demos am 6.3. An dieser Stelle auch noch ein fettes Dankeschön an all die 1000 Menschen, die bundesweit spontan auf die Straße gegangen sind, in unter 20 Stunden mobilisiert. Ihr wart geil, danke! Recht gut zusammengefasst hat sie's. Diese Bilder machen mich so traurig. Das hier ist kein einzelnes Thema, bei dem ich nicht mit der Parteilinie übereinstimme. Das ist größer. Artikel 13 hat das Potenzial, meine Partei für eine ganze Generation eine sehr lange Zeit unwählbar werden zu lassen. Zitat Ende. Und wisst ihr was? Sie hat völlig recht. Wir sehen in Artikel 13 im Endeffekt eins, wie schon bei den diversen Polizei- und anderen sogenannten Sicherheitsgesetzen der letzten Jahre, scheren sich CDU und CSU einen feuchten Dreck um die Proteste der Zivilgesellschaft. Das Internet ist für uns alle Neuland, sagte Merkel schon 2013. Und wenn ich mir die aktuelle Urheberrechtsreform 6 Jahre später ansehe, dann hat sich nicht viel geändert. Die CDU macht Politik wie und für vorgestern statt für morgen, geschweige denn übermorgen. Wir fangen mit dem YouTuber an, mit dem alles angefangen hat. Mit Mordahead. Der Mensch ist Film- und Buchkritiker, geht ins Kino und schaut sich alles Mögliche an und gibt dann seinen Senf darüber ab. Dann ist irgendwann, da hat er festgestellt, da gibt es so eine Urheberrechtsreform, da stehen nicht so geniale Sachen drin. Und es ist schon über ein Jahr her, da hat er angefangen, Welle dagegen zu machen, der ganzen YouTube-Community, alle möglichen Leute darauf aufmerksam zu machen, anzuschreiben, zu sagen, hey, hier, da ist eine Reform, ihr solltet euch, solltet aufstehen, das sind eure Interessen und eure Rechte, die beschnitten werden, liebe YouTuber, informiert die Leute. Und so hat alles angefangen mit Mordahead, macht mal Lärm! Ja, es freut mich, heute hier sein zu können und erstmal Props an den Typen mit dem Schild, mit dem Pornhub-Meme, das finde ich richtig geil. Das ist das beste Meme, was ich dazu gesehen habe seit langem. Ja, wie Jonathan schon gesagt hat, ich war so ziemlich der erste YouTuber oder mitunter einer der ersten, der angefangen hat, Videos zu dem Thema zu machen. Einfach allein aus dem Grund, weil ich schon gemerkt habe, das ist ein Thema, irgendwer muss dazu was machen. Und wenn ich es nicht mache, dann macht es irgendwer anders oder es macht keiner. Also habe ich es gemacht und irgendwann wurde ich dann von Jonathan darauf angesprochen. Hey, kannst du mal uns helfen, hier Werbung zu machen für diese kleine Protestaktion in München? Habe ich dann auch gemacht. Was war? 40 Leute oder so ungefähr standen vor einem schwarzen lackierten Frigolitsack im Münchner Regen und haben protestiert. Ja, eher ins Wasser gefallen, aber es gibt 2 Sachen an dieser Demo, die ich dabei gelernt habe. Die erste Sache ist, die Hälfte der Leute, die damals da war, also so 14, 20 Leute, das waren Leute, die sind tatsächlich wegen mir gekommen, aus meiner Community, wegen Leuten aus der Community von Freunden und anderen Leuten, die ich eingeladen habe. Und vielleicht erinnern sich der ein oder andere noch, Julian Bam hat kurz vorher ein Video gemacht und dazu aufgerufen, hinzukommen. Wisst ihr, wie viele Leute wegen ihm da waren? 1 Person war wegen ihm da. Eine junge Dame hat um 5 Uhr morgens dieses Video gesehen und war aus Passau angereist, spontan. Ja, dafür auch mal großen Props.
Ich sag das jetzt nicht, um anzugeben, aber ich hatte damals ungefähr 1000 Abos. Julian hatte mehr als 3 Millionen oder so. Und ich sage das, weil ich euch zeigen möchte, wie viel man als einzelne Person, auch als unbekannte Person erreichen kann, wenn man viel Zeit, Motivation und ein bisschen Sachverstand in die Sache reinsteckt. Und vor allem möchte ich, dass wenn am 23. die europaweiten Demos sind, dann möchte ich, dass jeder einzelne von euch mindestens 2 Personen mitbringt, die vorher noch bei keiner anderen Demo waren, damit auch jeder von euch einmal behaupten kann, er habe mehr Leute mobilisieren können als Julian Bam damals in München. Und was eben auch noch wichtig ist, wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir Artikel 13 nicht wollen. Und wir sollten uns aber Gedanken machen, dass Artikel 13 eben einen Grund hat. Wir wollen eben die Urheber schützen. Deswegen, wir sollten auch überlegen, wenn wir Artikel 13 nicht wollen, was wir stattdessen machen wollen. Wie wollen wir eben die Urheber schützen? Wie wollen wir machen, dass eben die Content Creator, die für uns diese Inhalte herstellen, dann auch irgendwie bezahlt werden oder eben wertgeschätzt werden auf eine bestimmte Art und Weise? Und genau. Das ist der Grund, warum wir unter anderem Artikel 12 massiv ablehnen, auch wenn er das Internet betrifft, weil er nicht betrifft. Weil Artikel 12 dafür sorgt, dass Kreative und Künstler noch viel weniger von dem Geld haben, was sie eigentlich verdienen. Deswegen lehnen wir Artikel 12 ab und deswegen, das zeigt ganz klar auf, der CDU-CSU, da geht es nicht um Urheber, wie du gerade auch schön dargestellt hast und hier andere. Der CDU-CSU, da geht es um Zensur. Und da sage ich ganz klar, stoppt die Zensur! Stopp 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 die Zensur! Weil sie diese Demo organisiert hat und weil wir das mega, mega unterstützen, dass sich Leute den Arsch aufreißen und es nicht alles an unserem Team hängen bleibt, weil wir das mega, mega unterstützen, bekommt sie die Ehre, hier als letzte Rednerin zu reden. Macht Lärm für Sasu! Vielen Dank! Es ist der Wahnsinn, wie viele Menschen gekommen sind. Es hat damit angefangen, dass eine kleine YouTuber-Gruppe hier in Nürnberg namens Tube Franken sich zusammengeschlossen hat und sich einfach mal immer wieder trifft, um sich auszutauschen. Wir haben uns auch über das Thema Artikel 13 ausgetauscht und haben festgestellt, es ist einfach doof, was die Leute vorhaben mit unserem Content, mit dem, was wir machen wollen. Wenn man das übertragen würde in den Alltag, jeder von uns hat ein Hobby. Nimmt man mal an, jemand strickt gerne. Er strickt sich einen roten Schal. Hat diese Person theoretisch das Urheberrecht auf einen roten Schal? Badumts. So, heißt das jetzt, ich darf keinen roten Schal mehr stricken? Weiteres Beispiel, wenn jemand gerne tanzt, nimmt einen Tanzmove, den gab es schon. Warum sollte diese Person diesen Tanz nicht ausüben dürfen? Genauso ist das auch mit uns. Wir haben alle Hobbys. Vielleicht macht jemand von euch gerne Bilder auf Instagram oder postet auch gerne mal ein Meme auf Facebook. Warum sollten wir das nicht dürfen? Deswegen, nieder mit Artikel 13! Jedenfalls, wir haben uns beschlossen. Einer hat gemeint, wir könnten doch was machen. Ich habe gemeint, ja, ich könnte mal rumfragen. Ich habe ein paar alte Kontakte. Wie funktioniert das eigentlich, eine Demo anzumelden? Es wurde mir erklärt und ich habe es einfach gemacht. Ich habe am Anfang 100 Leute angemeldet für die Demo. Ich habe es letzte Woche auf 200 erhöht. Und wenn ich jetzt sehe, wie viele Menschen hier sind, werde ich noch eine Nuller dranhängen, wenn jeder von euch noch jemanden mitbringt. Wie heißt du auf Twitter? Typisch Sasu. Typisch Sasu auf Twitter. Folgt ihr, dann seid ihr mit allen Infos zur Demo in Nürnberg beliefert. So. Als letzten Abschluss, das ist jetzt die letzte Rese gewesen, nochmal Lärm für Sasu! Die Leute, die die erste Strophe von Die Gedanken sind frei nicht kennen, wir machen das Ganze dreimal, ihr müsst beim ersten Mal gut zuhören. Wir sind hier an der Straße der Menschenrechte,
die CSU, die CDU und die anderen Parteien können uns alles nehmen. Sie können uns Freiheit nehmen, sie können uns unser Geld nehmen, unseren Wohnraum nehmen, unsere Umwelt nehmen. Sie können uns alles nehmen, aber nicht unsere Gedanken. Deswegen singen wir zum Abschluss hier an der Straße der Menschenrechte alle gemeinsam: Die Gedanken sind frei. Und als Sängerin haben wir die bezaubernde Anja Hirschel, die das für euch singen wird, weil ich kann nicht singen. Ich muss euch gleich vorwarnen, ich kann auch nicht singen, aber ich kenne zumindest den Text. Also lasst uns gemeinsam loslegen. Wer es kennt, kann schon mitmachen, die erste Strophe. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. So, und jetzt alle, die den Text jetzt gehört haben, ein zweites Mal, dass wir schön laut werden. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Dankeschön! So, erst waren wir nicht laut genug. Jetzt wollen wir die dritte und abschließende Runde. Und Anja, die dritte und abschließende Runde. Und ich will, dass jeder Einzelne, der CDU, der CSU, der SPD, den Grünen und wer sonst auch alles die Soja-Reform zu verantworten hat, zeigt, wie laut...